Willkommen zum Dark Romans Tagebuch, ein Let's Play im Hörspielformat. Dark Romans ist ein viktorianisches Storytelling-Deduktionsspiel, ein Spiel für Vampire und Dämonenjäger, mit ganz viel Romantik, Deduktion und Hinterlist. Wie im echten Leben weiß man hier nämlich nie, ob man sein Gegenüber wirklich vertrauen kann. Ich bin Michael und mein heutiger Gast für diese romantische Eskapade ist die Swantje. Swantje, willkommen zurück. Guten Tag, ich werde langsam Romantik-Experte. Ja, absolut. Weißt du noch, Swantje, welche... Du hast ja letztes Mal gewonnen, als wir gespielt haben. Ich war wieder Schwindler, gell? Ja. Weißt du, welche Rolle du damals hattest? Ich war Demon Hunter, oder nicht? Dämonenjäger? Ja. War das nicht so? Das kann gut sein, denn ich möchte jetzt, dass wir quasi Turniermodus spielen. Dass wir jedes Mal, wenn einer von uns gewinnt, kriegen wir halt einen Token. Da du als Dämonenjägerin gewonnen hast, kriegst du jetzt hier ein rotes Gewinntoken. Aber vielleicht war ich auch ein... Warst du ein Vampir? Nee, Vampir war ich nicht. Ich überlege, ob ich Graf war oder... Achso, dann ist es das Gleiche. Genau, Graf und Dämonenjäger sind ja quasi auf der guten Seite. Sind ja menschlich gut. Meistens. Und deswegen kriegt ihr dann... beide ein rotes. Rotes Token passt für dich. Kriegst du dein drittes rotes Token, hast du gewonnen. Jetzt bin ich unsicher. Es kann auch sein, dass ich Vampir war. Jetzt ist es wie, wenn man fragt, hast du den Herd angelassen? Ja, ein bisschen. Hast du den Herd angelassen? Wahrscheinlich brennt gleich meine Wohnung. Nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in bester Ordnung. Wir fangen an, Dark Romans zu spielen. Swantje liegt in Führung mit 1-0 in Rot. Sie kann gewinnen bei 3 roten Token oder bei 3 schwarzen Evil Token. Aber so weit lassen wir es natürlich nicht kommen. Das sind die Charakterkarten. Ich gebe dir mal einen guten Shuffle. Und die Szenenkarten auch einen guten Shuffle. Und Swantje, du darfst zuerst ziehen. Okay, Abfahrt. Na, ich schaue mir auch mal eine an, Leute. Lass mal gucken. Flippity-flip. Heute mal das hier. Okay. Charakterkarten können weg. Da du gewonnen hast, darf ich anfangen. Sage ich jetzt einfach. Ja. Nee. Ich habe heute beim Spazierengehen in meiner Mittagspause überlegt, was ich erleben will in dieser Folge Dark Romans. Und ich stelle mir das toll vor, wahrscheinlich weil ich Jane Austen gelesen habe, auf so einen viktorianischen Ball zu gehen. Und eigentlich finde ich, ich mag nicht mal Partys, aber ich will mal auf so einen Ball gehen. Und das wäre schön, wenn wir uns da kennenlernen. Also ich kenne ihn noch nicht. Ach so. Also ja. im Laufe unserer Eskapade versuchen wir auf den Ball zu gehen. Wir sind schon auf dem Ball. So. Wir sind jetzt schon auf dem Ball. Wir sind einfach auf dem Ball. Ja, okay. Genau. Das wünsche ich mir. Und wir kennen uns noch nicht. Aber... ich glaube, du spürst es auch. Ich spüre es auf jeden Fall. Ich habe so eine schmerzhafte Sehnsucht nach dem Unbekannten. Nach einem Menschen, den ich noch nicht kenne, aber ich weiß, dass dieser Mensch mir fehlt. Ja. Okay. Vielleicht bist du dieser Mensch. Das klingt ein bisschen ungesund, ein bisschen besessen, Michael. Da kann ich gar nichts gegen machen. Vielleicht denkst du mal über eine Therapie nach oder so. Aber ich finde das auch ganz schön aufregend. Ich finde so ein bisschen schräg. Kann man schon sein. Okay. Kann ich auch gleich hier dem Vampirismus vorbeugen, wenn du an den Tag legst. Das muss ich schon allein deswegen spielen. Michael, vielleicht kennen wir uns ja doch. Und wir wissen es noch nicht, weil das hier ist ein Maskenball. Ach so. Vielleicht sind wir auch einfach Kollegen. Ich verstehe. Wir sind auf dem Maskenball und du hast die Maskenballkarte gezogen. Das kann doch kein Zufall sein, Leute. Das muss ich ja spielen. Und du gehst ja mit den Symbolen, gehst du ja hier full on schon. Du hattest ja jetzt hier Besessenheit, Risikofreude, alles nach vorne gezogen. Jetzt möchtest du auch noch, dass ich Schwindel nach vorne ziehe. Ja, entscheide dich mal, der Michael. Bist du eher so besessen oder eher so? Tja. Wer bist du eigentlich, Michael?
Ja, vielleicht das, kennen das, wir uns ja doch. Hinter meiner Maske siehst du es ja nicht. Ich kann mich ja noch verstecken. Ja, also ich mach den Ausgleich hier nicht eins zu weit nach vorne ragen lassen. Deswegen kommt der Spiegel einen Schritt vor. Interessant. Ja. So, aber weiter geht's. Tja, das eine kommt mit dem anderen, ne? Während wir da lustig auf dem Maskenball rumtänzeln, treffen sich unsere Blicke ganz unerwartet. Und es kommt so ein Gefühl auf, wie entweder bist du der Mensch, auf den ich gewartet habe, oder du bist doch einfach meine Arbeitskollegin. Und ich kenne dich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Nee, das ist schon ganz schön romantisch. Ja, da kann ich nichts gegen machen. Kannst du nichts gegen machen. Also, wir haben auch einfach sehr perfekte Karten für dieses Setting. Okay. Dann. Mal gucken, was du dazu sagst. Also, ich bin modisch sehr extravagant unterwegs. Und ich habe so, kennst du so diese typischen Ballkleider, wo so super viel Fluff dran ist? Das alles nur in Schwarz und mit Glitzer. Ah, ja, findest ja, ja. Das gut? Schwarz und Glitzer, ja. Ja. Super extravagant. Ist auch sehr glamourös. Interessant. Ja, also es ist. Ja. Nee, finde ich nicht so dolle gerade. Nee. Immer die Kombi. Grad, jetzt so. Jetzt auf dem Maskenball, alles in so bunt und so. Und du kommst ja nur mit deinem Glitzer, aber alles dunkel schwarz und so. Irgendwie passt das nicht. Okay. Finde ich, ja. Interessant. Außerdem hast du das zu viele Vampire-Vibes, die du irgendwie hier so. Schon wieder eine zweite Vampire-Karte, das kann ich nicht durchgehen lassen. Ja, du kommst da an mit deiner schmerzhaften Sehnsucht. Da muss ich doch gucken, wo die herkommt. Ja. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Also ich halte dieses mit der Besessenheit mal im Auge, aber Svanche, du musst auch das, was du fühlst, musst du auch ausleben. Ich will, ne? Das ist dein Leben. Okay. Gut, danke für den Freiraum. Danke. Ja, jetzt will ich mal schauen. Ich erinnere mich an ein Leben vor dieser Zeit. Hatten wir eine Situation, wo wir Boot fahren wollten. Und irgendwie ist diese Situation dann eskaliert in dem Moment. Aber dieses Mal habe ich ein besseres Gefühl. Ja. Echt? Ja. Ja, ich hab's vergessen. Es waren bestimmt Gänse da, oder? Ach, das kann sein. Ja, dass die Gänse waren's. Oh ja, diesmal sind keine Gänse da. Keine Gänse, da kann ich nur, das kann ich nur gut finden. Ich mag ja Boote. Ich mag ja auch Wasser und vielleicht gibt's auch ein paar Möwen. Und du gehst das Risiko ein, obwohl du vielleicht ein Vampir bist. Schiebst du die Risikofreude nach vorne? Ja. Ja. Bist du das ist, weil ich Boote einfach sehr gut finde. Ach so. Ja, gut. Bist du schon mal so an der Ostsee mit so einem Boot so rumgeschippert? Das ist was Schönes. Ja, nee, ich bin mehr so in der Karibik unterwegs. Ja. In der Karibik? Ja, die Ostsee, das sind so zu wenige Gold, Truhen mit Gold, zu wenige Truhen mit Gold vergraben. Ja. Ach so, ja, ist ja auch ein Brackwassermeer, ne? da muss ich jetzt... aber ich muss mal drüber nachdenken. Ich glaube, es ist ganz gut. Also, da ich ja jetzt hier risikofreudig mit dir in dieses Boot gekrabbelt bin, denke ich mir so, jetzt hole ich es komplett raus. Wie stehst du denn so zu so einem richtig festen Griff? Bist du adventurous? Findest du es gut? Ich meine, wir steigen erst aus dem Boot aus, weil wir haben keine Rettungswesten, ja? Nicht nachmachen. Und dann mache ich das. Ein richtig fester Griff.
im Boot. Nee, was war das nicht? Nee, nicht wir sind schon aus. Ja. Wir steigen so aus und dann fange ich so an, dich so von hinten zu würgen. Wie stehst du da drauf? Okay. Hast du wenigstens so getan, als ob du irgendwie die Balance kriegen möchtest oder so? Oder ist es einfach offensichtlich? Nee, ich bin schon. Ich bin auch schon sehr offen. Direkte Geste, ja, okay. Du hast gesagt, ich soll mein Leben leben, mache ich. Ja, ich glaube, ich muss mich da kurz mit den Zuschauern beraten und auch mal auf mein Board starren, was hier so abgeht. Okay. Swanchi, ich schicke dir hier die rote Karte. Ich pack's ist grün. Ja, aber jetzt ist sie rot. Jetzt ist sie rot. Okay, alles klar, bis gleich. So, die Swanchi ist jetzt erstmal kurz weg. Irgendwie kommt noch nichts so eindeutig nach vorne. Wir haben hier die Risikofreude auf Level 2 und das Herz auf Level 2. Ansonsten ist aber noch nichts wirklich da. Und jetzt macht sie hier so ein Doppel-Jäger-Symbol, Dämonenjäger. Was könnte es bedeuten? Wir wissen es nicht ganz genau. Lass uns kurz aufs Board schauen. Ich ja hier als großer Schwindler, wie immer, kann verlieren gegen mich. Die Armbrust geht auch. Natürlich, der Vampir will mich halt auch Blut aussaugen, geht auch. Es ist alles da zum Verlieren. Ich selber, um zu gewinnen, will natürlich die Manipulation nach vorne treiben, hauptsächlich. Ich kann aber auch weglaufen. Also es gibt zwei Vampire, gegen den ich weglaufen kann. Es gibt den Poet, gegen den ich auch weglaufen kann. Und es gibt nur einen Schwindler-Gegenpart, das, wo ich Herz haben möchte. Also eigentlich, ja, und auch durch Herz kann ich nicht verlieren. Das Herz kann ich nach vorne treiben, ohne dass ich verliere. Ja, ich kann mir aber auch das hier offen lassen, die Trennung, falls ich glaube, dass Swanchi wirklich ein Vampir ist. Und wenn Swanchi Dämonenjäger ist, muss ich sie wegschwindeln. Tja. Also. Aber auch weglaufen möchte vor mir. Weglaufen möchte vor mir eigentlich nur die Gräfin. Das bedeutet, ich werde Herz nach vorne schieben. Ja, das mache ich. Das mache ich, Leute. Ich gehe volle Kanne Romantik. Swanchi, kannst du wiederkommen hier. Flippe die Flip. Grüne Karte. Grüne Karte, Swanchi, du kannst wiederkommen. Ich bin wieder da. Ja, wir sind uns einig. Das war ein klärendes Gespräch mit meinem inneren Ich. Und hier Vollgas, Risikofreude. Oh. Und das finden wir super romantisch. Also, das findest du toll. Ist geil. Das ist richtig gut. Ja. Das ist richtig geil. Okay. Ja. Ja, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ja, nimm dir die Zeit. In der Zwischenzeit schon mal gucken, was ich dir anbieten kann. Wissen wir eigentlich schon, wer wir sind? Haben wir immer noch Masken auf? Ach so, in der Story, ne? Ja. Wir sind da so Nee, ich bin noch total im ahnungslosen Modus und genieße den Abend und weiß gar nicht, dass ich mich hier vor Arbeitskollegen blamier. Das wird gleich richtig peinlich. Ja. Wir sind auf dem Maskenball Boot gefahren. Wahrscheinlich sind wir nicht mehr da. Du warst so, hey, yo, let's go. Wir fahren jetzt Boot. Ach so, okay. Ja, aber die Masken haben wir offensichtlich noch an. Und das Kleid, das habe ich richtig unter Kontrolle. Ja, also genau, du hast diesen festen Griff gemacht. Ja. Und diesen festen Griff erwidere ich mit ganzer Hingabe, wie ich sie auch nur dir darlegen kann. Oh. Mit einem Stöhnen und Stöhnen des Verlangens. Ja. Ja, dann haben wir jetzt, ich glaube, das darf ich oft, ich sag das besser nicht auf Twitch. Das ist schön, so am Ufer. Dann, das kann ich auch nur gut, also das kann ich nur gut finden. Und dann schiebe ich mal die Manipulation nach vorne.
Weil das ist auch schon ganz schön wild jetzt. Also wir wissen ja gar nicht, wer wir sind. Und jetzt hier so wild am Ufer Ich rumzumachen, ist schon. zoome mal hier rein für die Leute, die uns jetzt gerade zugucken. Wir sind hier mit der Romantik auf Stufe 4. Das ist kurz vor der Hochzeit. Also Stufe höher und wir sind verheiratet. Ansonsten, was bisher geschah? Ja, wir haben noch die Risikofreude auf Level 3. Danach folgt Schwindler, Manipulation und dann letzter Platz. Hier teilen sich die Zurückweisung und die Besessenheit. Interessant, Ja, okay. ich habe da so ein bisschen Bedenken gerade. Aber hey, Michael, ich weiß ja gar nicht, wer du bist. Ja. Ich muss jetzt tief in mich gehen. Also ich eben war ich noch auf dem Maskenball. Und plötzlich liegen wir hier im Schlamm. Hast du Goethe gesehen, den Film? Da Nee, machen die aber das auch. ich dachte, liegen im Jetzt musst du Schlamm. mal den Trailer gucken. Ich gehe mal zum Mönch, I guess. Das ist mir so aufregend alles. Oh. Das sind nicht meine. Oh, ich habe fast die falschen Pebbles genommen. Ja, ist fast dein Siegpunkt weggetan. Ja. Ja. Ich gebe meinen Siegpunkt aus, um zum Mönch Ja. zu gehen. Ja, guckt euch mal den Trailer an, wenn ihr hiermit fertig seid von Goethe. Das ist ein deutscher Film. Genauso passiert das da auch. Ui, oh Michael, das ist alles so. Manchmal ist Ai, es ai, schwierig, ai, ja. ai, ai. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen will hier mit dir. Das ist schon. Aber ich weiß nicht, ob ich was dagegen tun kann. Nee, ich glaube, nee, ja, nee, also, du weißt ja, ich habe ja Kunst studiert, ne? Und wenn man so eh nackt ist und im Schlamm, dann bietet sich das immer an, erstmal den anderen zu zeichnen. Das ist ja auch ein intensiver Moment und den fängt man an, wie er ist, roh und ungezügelt. Hast du so ein Schlammpainting? Oder so ein, vielleicht ist es sogar ein Bodypaint, du bemalst mich mit Schlamm. Nee, ich stelle mir das sehr künstlerisch wertvoll vor, wenn man eh komplett verschwitzt und voller. Also, das ist ja auch eine erotische Erfahrung, die man da einfängt in einem Kunstwerk. Ja, es geht darum. Du hast die Leinwand einfach, du hast sie immer dabei und dein Ich Pinsel habe die ist immer dabei. dabei. Was denkst du, warum das Kleid so buschig ist? Hast du auch eine Armbrust unter dem Kleid? Musst du nachgucken. Das muss ich nachgucken. So, ja. Interessant. Ja, ich möchte da wieder die. Ich möchte einmal kurz wieder Privatsphäre haben, Svante. Bevor ich jetzt Okay. darauf reagiere. Also bevor ich mich nackig mache und du mich dann porträtieren kannst, muss ich einmal kurz hier mit den Zuschauern reden. Okay, die Swantje bietet uns die Porträtmalerei an mit dem Schwindelsymbol und der Romantik. Und sie hat vorhin auf meine Karte hier auch mit dem Schwindel, mit der Manipulation reagiert. Sie ist vorher gar nicht so auf Schwindel gegangen, hat mir auch selten was mit Schwindel angeboten. Aber jetzt zweimal hintereinander dieses Schwindel, es könnte Zufall sein. Sie ist ja vorhin beim Mönch gewesen, musste ja zwei Karten wegschmeißen. Jetzt, oder hat zwei Karten weggeschmissen, weil ihr die Auswahl nicht gefiel. Jetzt war sie dazu gezwungen, eine Karte zu nehmen. Das heißt, es kann auch einfach nur Zufall sein. Sie war gezwungen dazu, mir den Schwindel zu zeigen. Aber, Leute, wenn sie wirklich was Manipulatives an sich stecken hat, könnte sie vielleicht wirklich mein Schwindler-Counterpart sein. Und dann wollen wir die Romantik haben. So oder so ist es jetzt eine gute Idee, einfach die Schwindel zu nehmen. Und die Romantik. Weil wir haben ja gesehen, die Romantik tut uns nicht weh. Und Schwindelsymbol nach vorne zu haben, ist auch gut. Also machen wir das. Obwohl, nee, warte. Quatsch, ich bin ja ein bisschen.
ein bisschen sehr vorsichtig. Lass uns mal kurz gucken. Wenn die Romantik nach vorne geht, ist das Spiel ja vorbei. Wir sind ja dann in der Mitte und wir haben dann, wir heiraten. Wir hätten die Manipulation dann auf Stufe 3. Ist gleich mit Jäger. Ich glaube nicht, dass sie Dämonenjägerin ist. Ist höher wie das hier. Wie die Besessenheit. Und weglaufen ist auch sehr niedrig. Es wäre ein Risiko, jetzt einfach rein zu pfeffern. Aber ich glaube, das machen wir. Beenden das Spiel. Die Manipulation ist relativ weit vorne. Ich glaube nicht, dass sie Jägerin ist. Dafür hat es mir nicht eindeutige Vibes genug gegeben. Und ich gewinne. Also Manipulation ist noch vor der Besessenheit. Und für den Fall, dass sie ein Poetspiel spielt, ist natürlich dann alles gefährlich. Da muss ich weglaufen. Dann habe ich dann verloren natürlich. Beziehungsweise es könnte dann ein Unentschieden geben. Wir probieren es, meine Damen und Herren. Flippity Flip. Svantje, wir sind ready, du kannst zurückkommen. Welcome back. Habe ich getrödelt? Ich war so vertieft. Nein. Alles gut. Ich habe mich mit Familie und Freunden beraten und also zumindest die Leute, die jetzt auf Maskenball dabei waren und dich kennengelernt haben. Und die haben gesagt, das ist eine tolle Idee, wir stehen hinter dir, Michael. okay. Mach das. Und ich plädiere für die Hochzeit, Blitzhochzeit. Hier auf dem Maskenball, da ist auch ein Priester. Und der besiedelt das auch einfach. Also hier Herz nach vorne, Schwindel noch einen Schritt nach vorne. Und wir machen das jetzt. Bam. Michael, ich habe einfach auch Angst, dass du langweilig bist. Eigentlich. Das kann jetzt natürlich sein. Du hast Angst. Ja, wo soll ich meine Karte hinplacen? Ja, genau. Jetzt, du kannst nichts dagegen tun, weil du hast eh nicht die, nicht die Symbole zum Illusionist zu gehen. Ich weiß. Und du warst auch beim Höfling. Das heißt, das ist jetzt einfach so. Wir placen die jetzt hier links da. Rechts nebeneinander. Ja, okay. Das ist der Ort. Okay. Ach, ja. Und dann zähle ich wieder runter. Auf 0. Hm. Nee, du musst schon auf 1 aufdecken, weil es immer so eine Sekunde Lag. Ich decke auf 0 auf und du deckst auf 1 auf. Okay. Ja. Dann Flip, also 3, 2, 1, 0. Boah, ist ja fast ein Kunde. Damn it. Alter, du warst wirklich schwindelnd. Du bist Dämonenjägerin. Ich hab den Leuten gerade gesagt, dass ich nicht glaube, dass du Dämonenjägerin bist, weil dann habe ich nämlich verloren. Oder beziehungsweise, nee, es ist Gleichstand. Ach, damn it. Ja. Tja. Es gab aus meiner Sicht sehr schwierige Verschwurbelungen in meinem Kopf. Hm. Weil ich so dachte, erst dachte ich ganz lange, du kannst doch nicht schon wieder, also come on, er kann doch nicht schon wieder Schwindler sein, das kann doch nicht sein. Und dann dachte ich so, und dann war nur noch die Möglichkeit, dass du halt das machst. Hm. Aber ein Teil ist halt ja auch, ne? Dann sind wir einfach beide unglücklich. Sind wir jetzt beide unglücklich. Wir sind verheiratet. Keiner kann von uns so richtig das ausleben, was er gerne möchte. Also du hast hier mit deiner Gefahrensuche auf Level 3, ist so, naja, okay. Ich kann ein bisschen manipulieren, aber halt auch nicht so wirklich das, was mein Herz begehrt. Ja. Und somit endet diese Partie mit Unentschieden und keiner von uns kriegt einen Siegpunkt. Das war's. Ja, ist einfach gleich. Das war's einfach. Das ist irgendwie sehr, das ist jetzt enttäuschend. Ja. Das ist einfach so eine 50er-Jahre-Ehe. Eigentlich mögen wir uns nicht so richtig, aber wir kennen uns ja jetzt auch. Ja, ich habe gegambelt jetzt. Ich habe gedacht, das machen wir so. Tja. Ich würde sagen, Svantje, das ging ja sehr flott. Wollen wir einfach eine zweite Partie dranlegen? Ja, ich muss aber noch mal kurz mir was zu trinken holen. Ja. Und ich habe meinen Cube fast, da sind nur noch zwei Ecken, also wir müssen auch noch mal spielen, damit ich den auch mal komplett löse. Ich mische die Karten schon mal, du holst den Getränk deiner Wahl und liebe Leute, ihr könnt kurz mal Pipi machen und dann geht es hier gleich wieder los, wenn es wieder Dark Romance heißt. Svantje gegen Michael.
Bis gleich. Bis gleich. So, ja, jetzt nehme ich mir aber vor, mal wirklich zu gewinnen. Und Svanche genauestens zu beobachten. Das kann ja nicht sein, was sie da immer macht. Da müssen wir jetzt natürlich gegenarbeiten. Und vielleicht darf ich nicht so voreilig Schlüsse ziehen. So, 42 sind die Karten, einmal schön gemischt. Und in der zweiten Partie werden auch alle Rollen wieder reingemischt. So, Shuffle, Shuffle. Svanche behält ihren Siegpunkt. Und Svanche darf diesmal anfangen. So, ja. Wenn euch Dark Romance gefällt und ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr uns natürlich einerseits auf Social Media folgen. Svanche und der Hendrik, die posten immer fleißig auf Facebook und Instagram die aktuellsten Grafiken. Oh, hallo Katze. Ich hab ein Katzenproblem. Ja. Ich muss sie kurz füttern. Gar kein Problem. Ja, auf Social Media, besonders auf Instagram, seht ihr die allerneuesten Grafiken. Ihr seht jetzt hier eine Skizze für das Spielbrett, was es nachher werden soll. Das ist jetzt so eine Low-Color, schnell eingefärbte Version des neuen Spielbretts. Falls ihr euch erinnert, das alte Spielbrett war schwarz-weiß und noch viel, viel simpler gehalten. Und das sind jetzt unsere aktuellen Experimente in diese Richtung. Ja, das ist ein Farbexperiment, war das bloß. Also es ist eine Skizze mit einer Farbskizze drauf. Das ist eine Doppelskizze. Doppelskizze, ja. Nicht zu ernst nehmen, ja. Gut, ich glaube, meine Katzen sind auch bereit. Hoffentlich. Ja, dann Svanche. Wir haben beschlossen, dass du starten darfst. Und hast du schon geschaffelt? Ich schaffel nochmal zur Sicherheit. Alles durch. Kann nicht sein, dass du immer Schwindler bist. Nee, das kann nicht sein. Okay. So. Zack. Let's have a look. Alright. Und die Karten kommen dann wieder zur Seite. Dann legen wir los, Svanche. Achso, ich muss ja anfangen, habe ich schon wieder vergessen. Ja. Wo treffen wir uns denn jetzt? Ja, wir sind ja erstmal wieder geboren als zwei neue Personen. Ja. Und in diesem nächsten Leben haben wir wieder neue Energie. Okay. Pass mal auf. Wir sind hier an der Universität. Ja. Und wir studieren beide Literaturwissenschaften. Ui, ich glaube, es ist ein sehr romantischer Studiengang. Wie hast du das da geschafft? Wie bin ich da reingekommen? Es ist ein anderes Leben. Es ist ein Paralleluniversum. Ich bin in einem Seminar mit dir und ich bin spezialisiert auf Liebesgedichte. Boah. Ja, das kann ich richtig gut. Da schreibe ich auch meine Abschlussarbeit drin. Romantische Poetik. Findest du es? Wie stehst du denn da so zu? Ja, ich finde, dass das Gedicht nicht deine wahren Gefühle zeigt, sondern dem Zuhörer einfach nur etwas manipulieren möchte für deinen Zweck. Ja? Ah, das ist ein rhetorisches Gedicht. Das ist jetzt mein Feedback, ist jetzt so ist es einfach. Also, kannst du natürlich anders empfinden, aber so empfinde ich das. Ja. Vielleicht bist du so an den Studienplatz gekommen, du bist einfach ein sehr guter Literaturkritiker. Ja. Ja, lass uns mal kurz nochmal, Svanche. Hast du noch hungrige Katzen oder so?
die können ich habe zwei Stück, ja. Eines ist auch sehr dick, die wird immer essen. Dann hast du jetzt Zeit, dich um die Katzen nochmal zu kümmern. Und ich plaudere kurz mit den Leuten. Okay, Leute, das ist unglaublich. Ich bin diesmal Vampir. Stark, gell? Mal was anderes. Und als Vampir schaue ich hier gerade in die meine Gegenzeile rein. Ich kann nicht verlieren durch das Schwindelsymbol. Also beziehungsweise das Schwindelsymbol gewinnt gegen mich nicht. Also selbst wenn Svanches Schwindlerin ist und sie gegen Vampir spielt, muss sie eher weglaufen. Das heißt, ich kann als Vampir blöffen und so tun, als wäre ich Schwindler. Das wäre natürlich super lustig, weil Svanche wird sich denken, das kann doch nicht sein, dass Michael schon wieder Schwindler ist. Das heißt, ich kann fröhlich Schwindel nach vorne ziehen und dann möchte ich natürlich hier meine Besessenheit nach vorne ziehen. Ich möchte gegen den Poet weglaufen. Weglaufen möchte ich auch gegen den Dämonenjäger. Das heißt, weglaufen ist auch okay für mich. Und nur gegen mein Vampir-Gegenstück möchte ich die Hochzeit haben. Allerdings wollen auch weglaufen vor mir, Leute. Weglaufen wollen auch die Grafen möchten weglaufen und die Schwindler wollen auch weglaufen. Das heißt, vielleicht sollte ich weglaufen, nicht nach vorne pushen. Aber wir gehen in Manipulation, gucken, wie Svanche reagiert, gell? So machen wir es. So, ich bin sehr gespannt. Svanche, den inneren Monolog habe ich gehalten. Und mein Club ist fertig. Es sind Semesterferien und ja. Wir hören uns erstmal 6 Wochen lang nicht. Ist das die übliche Zeit für Semesterferien? Ja, bestimmt. Was bist du denn schon wieder so manipulativ? Wieso ist das? Das kann doch nicht sein. Ich suche doch die Semesterferien nicht aus. Die sind gekommen. Das kannst du nicht auf mich schieben. Doch, ja klar. Okay. Es war mitten im Semester, Mike, es sind keine Semesterferien. Ach so, hab ich einfach recht auf blau gemacht. Hast du. Das ist natürlich blöd jetzt. Ja, das ist, ja. Ja, nee, das geht mir einfach auf den Sack, dass du immer manipulativ bist. In jedem unserer Parallelleben machst du sowas. Man will doch auch mal wiedergeboren werden und nicht die ganze Zeit manipuliert werden. Ja, das wäre schon schön, ne? Ja. Ja. So, Maike, ich habe da dieses Gedicht vorgetragen, weil ich dachte, vielleicht kann ich dich damit beeindrucken. Vielleicht magst du Poesie. Habe ich gedacht, ist schief gelaufen. Schade. Und dann, weißt du, bin ich da unterwegs, hier abends in der Kneipe, und dann flüstert mir da jemand zu, der Michael, der manipuliert sie alle. Der ist aus irgendeinem Grund in der Uni unterwegs, um reiche Leute aufzureißen. Ein heimliches Flüstern. Wie stehst du dazu? Also ich flüster dir zu oder jemand flüstert dir über mich? Nee, jemand anderes über dich. Ja. Ach so, das ist ja gemein. Also ich halte das für einen sehr manipulativen Schachzug von diesem jemand, der dir dazu flüstert. Ach, ja. Ach so. Okay, also die Risikofreude geht nach vorne. Das kann ich nicht verhindern. Mhm. Und die Frage, ob wir die Manipulation jetzt auf Level 3 bringen oder ob wir weglaufen. Ich habe ja eh schon einen Abstand. Ja, nee, also während ich weg bin, ich habe natürlich nicht einfach verpennt und bin 6 Wochen blau gemacht, sondern ich schmiede einen Plan. Und das wird, wenn ich das reveale, das großartig werden. Ah ja. Also Manipulation, Michael, du gehst mir auf die Nerven. Okay. Ja. Musst du wissen, Mike, ist dein Leben, ne? Also ich, ja. Ja. Ja, Leute. Lass mal das ein bisschen auf uns einwirken. Und ich glaube, ihr denkt auch das, was ich denke. Dass wir das nicht ertragen können. Und deshalb auf diesen 6 Wochen Sabbatical, nenne ich das mal, gehe ich auch ins Kloster.
und spreche mit dem Mönch, um mir zwei neue Karten zu ziehen. Die 6 Wochen ins Kloster. Unter anderem. Okay. Und ja, also das ist in Ordnung. Das können wir machen. Ich komme zurück und ich reveale, dass ich was geplant habe. Und zwar hier für unser Semester. Ein Literaturmaskenball habe ich geplant. Und wir verkleiden uns wie Literaturmenschen, die es auch wirklich gab. Und gucken, ob wir uns dann gegenseitig erkennen. So. Okay, ich gehe als Arthur Conan Doyle, glaube ich. Und hab ich nicht erkannt. Dieses, ja, du gehst mir auf den Sack mit diesem. Nee, dann bin ich lieber besessen als nee. Nee, Michael. Ich habe da. Du machst da nicht mit, mit meinem. Du machst nee, du bist die ganze Zeit auf diesem Maskenball, fragst du dich, wann wirst du überfallen und wann dein Portemonnaie hältst du ganz doll fest und auch dein ja. Diamantenkettchen. Mein Diamantenkettchen. Genau, das halte ich fest. Oh, jetzt kommt hier die Sonne raus. Wahrscheinlich. Also, Michael. Ich bin ein ernstzunehmender Künstlerin. Ich habe ein Gedicht geschrieben, ich habe das vorgetragen und du schwänzt nur die Uni. Pass mal auf. Zeig mal, was du kannst und hol mal die Geige raus. Kannst du bist du wenigstens im Nebenfach gut? Ja. Die Geige ist super. Ja. Ja, finde ich toll, dass du so einen Schritt auf das mich zu machst. Toll. Ja. Ach so. Vielleicht haben wir jetzt was auch Gemeinsames gefunden. Also das mit der Poesie, das war ja nicht so gemein. Das war ja sehr einseitig, fand ich. Du studierst und Literatur nur wegen des Nebenfachs. Bist du nicht in normalen Musikstudiengang gekommen? Ja. Nee, die ist mit der Musik, das ist auch mein Ding so. Ja, da merkst du auch gleich. Da merkst du auch gleich, wie ich mit dem der Melodie und dem Takt dafür geboren bin. Ja. Mach ich mit. Dreimal Worte hast du hier gesammelt. Ja. Du möchtest vielleicht zur Zofe irgendwann. Das ist ja interessant. Nur so, ich rede mit mir selbst gerade. Okay. Ach so. Let's have a look. Tja. Das gefällt mir nicht so gut. Nee, mir gefällt die ganze Situation nicht. Die ganze Situation? Ja, was ist denn hier los schon wieder? Tja, aber ich muss nach den Symbolen gehen und ich kann nicht schon wieder ich kann nicht schon wieder ins Kloster, das war jetzt auch lang genug. Also, Svanche, ich gebe dir eine Möglichkeit, Abstand zu nehmen, wenn du sie wahrnehmen möchtest. Ansonsten berichte ich dir durch den Brieftaube, schicke ich dir einen kurzen Brief, ein Update von meinem Sabbatical und sag, boah, das alles fehlt mir schon ein bisschen, das ganze Studium, Campus, deine Liebesgedichte, die fehlen mir schon ein bisschen. Jetzt fehlen dir plötzlich meine Liebesgedichte. Ja. Okay. Ich meine, als sie da waren, habe ich sie nicht gefeiert, aber jetzt, wo sie weg sind, fehlen sie mir einfach. Das ist wie so ein Loch im Leben. Das ist Loch im Leben. Mhm. Ja. Ja, ich bin sehr wütend und risikofreudig. Also alles, was ich will, ist, glaube ich, dir wehtun. Weißt du, ich denke mir so, ich will die ganze Zeit diesen Stapel hier aufräumen. Ich denke mir so, nee, dieser Michael, der, so kann auch nicht sein. Kann nicht einfach mal nett sein. Ja, okay. Also, pass mal auf. Du willst also ein Date, ja? Dann gehen wir auf ein Date. Gehen wir auf ein Date. Aber ja, los, dann machen wir es doch. Dann gehen wir halt essen. Aber ich verbinde dir die Augen und du weißt nicht, was ich dir gebe. Nee, das ist mein Horror. Ich kann nichts essen, was ich vorher nicht gesehen habe. Das geht nicht, Svanche. Das weißt du auch ein bisschen, glaube ich. Das machst du mit Absicht. Außerdem ist das vergammelt, was du mir da gibst. Vielleicht bin ich ein bisschen sadistisch, Michael. Also ich glaube nicht, dass
dass diese Krokette, die du mit deinem Mund schiebst, dass die sich bewegen sollte. Ja, nee, ich muss mich kurz ausholen hier bei den Leuten. Ja, es war manche rote Karte. Ich bin jetzt erstmal satt. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe ein ganz fieses Bauchgefühl. So, Svantje hat vorhin hier auf meine Karte reagiert mit der Gefahrensuche, mit der Armbrust. Sie hätte auch weglaufen können. Sie hat mit der Armbrust reagiert. Sie hat hier auch eine Doppel-Armbrustkarte gelegt. Sie hat auch gesagt, sie will mich auch nur noch sterben sehen. Es kann auch Meta sein, man weiß es nicht genau. Aber hier spielt sie auch schon wieder eine Armbrustkarte. Es könnte sein, dass sie Dämonenjägerin ist. Und das ist jetzt doppelt blöd. Vielleicht ist Svantje wirklich darauf eingefallen und glaubt, dass ich Schwindler bin. Und das bedeutet, sie als Dämonenjägerin muss auch die Armbrust gegen Schwindler spielen. Sie weiß es noch nicht, dass ich ja Vampir bin, aber sie gewinnt auch mit der Armbrust gegen Vampir. Deswegen ist es jetzt doppelt doof. Also, ob sie meinem Bluff glaubt oder nicht, wenn sie Dämonenjägerin ist, gewinnt sie beides, jeweils mit Armbrust. Ich als Vampir hingegen muss vor dem Dämonenjäger weglaufen. Also beim Schwindler müsste ich, oder beim Schwindler oder hier beim Grafen, muss ich mit der Besessenheit versuchen zu gewinnen. Und gegen den Dämonenjäger muss ich weglaufen. Das heißt, wir müssen uns den Fuß in der Tür offen halten, um hier wieder wegzukommen. Glücklicherweise kann ich hier weglaufen, die Zurückweisung machen, und das werde ich auch tun. Beobachten wir das mal, ob Svantje wirklich Dämonenjägerin ist. Kommen wir wieder zurück. Svantje, du darfst zurückkommen. Ja, Svantje hier. So, welcome back, Svantje. Das war sehr aufschlussreich. Mhm. Und ich habe keine harten Beweise, aber ich glaube, du wolltest mich vergiften bei diesen Verkostungen mit verbundenen Augen. Und deswegen melde ich mich die nächsten 3 Tage nicht mehr bei dir. So. Okay. Ja, kann auch daran liegen, dass ich eine Magenvergiftung habe. Ja. Okay. Okay. So. So. So, jetzt nimm das. Nimm das. Du kannst noch was machen, aber du willst gerade nichts machen, ne? Symbolmäßig, höflingmäßig. Nach drei Tagen. Was macht der Michael denn da? 3 Tage später. Das trifft sich gut. Mhm. Ja, das ist jetzt die richtige Karte. Nein. Ich lasse dich also 3 Tage erst ein bisschen hängen. Ja. Und dann, wenn ich dich weich gekaut habe, komme ich wieder zurück und kokettiere ein bisschen. Das ist super unangenehm. Nein. Das ist so, wenn man sich einmal in der Uni auf jemanden einlässt, da geht man dann im nächsten Semester ein Seminar, sitzt ja da schon wieder und guckt dann die ganze Zeit an. Ach so. Nein, lass mich in Ruhe. Hör auf damit. Zurück, weiß ich will das nicht. Ich krieg dich nicht so richtig in den Finger gewickelt. Nein. Dann lass dich doch auch mal auf mich ein. Nee, ich will mich nicht auf dich einlassen. Was? So funktioniert das mit den Beziehungskram und so. Nee? Okay. Nein. Na gut. Also, Michael, ich habe ja schon mal erwähnt in irgendeinem Spiel, dass eines kann ich gut, nackt gut aussehen. Das probiere ich hier jetzt aus. Mhm. Vielleicht hilft uns das in dieser sehr unangenehmen Kennenlernphase. Ja. Das ist sehr interessant. Mhm. Oh, ich guck mal kurz, was ich da... ja. Schwimmen im Mondlicht. Also gibt es mir nochmal eine Möglichkeit, wegzulaufen, während du irgendwo im See bist und ich sage, ich komme gleich, komm gleich rein, und dann laufe ich einfach weg. Ich ziehe mich nur eben kurz um und dann komme ich nicht mehr ins Wasser rein. Ja. Ja, die andere das Möglichkeit. Eine Möglichkeit.
Ich feiere, ich könnte auch einfach das mit dir feiern, diese die dunkle Romanze hier, halb blind und so ein bisschen mit dir gemütlich schwimmen. Ja, weißt du, lass mal kurz die Symbole checken hier. Du sammelst jetzt Räder, du sammelst Taten, also Medikus. Ja. Ja, komm. Also, wir sind ja nur einmal jung, ne? Und auch nicht oft nackt. Also, let's do it. Der Mond scheint hell und wir sind im Wasser. So, zack. Romantik auf Stufe 2 und Besessenheit auf Stufe 3. Ja, es ist eine sehr kritische, romantische Verwicklung, die ich hier erlebe. Die kommen da aber auch nicht so richtig raus. Weiter geht's, Leute. Seid ihr gespannt? Ich bin super gespannt, was hier raus wird. Oh no. Ja, das wird wohl, also wenn ich das lege, ist das, wird Svanche wohl Farbe bekennen, fürchte ich. Ah, Mann, das, tja, das wollen wir nicht. Obwohl, es ist egal. Nee, es ist nicht egal. Wenn wir das schmeißen, dann ist alles doof. Jetzt aktuell kann ich aber noch was rückgängig machen. Ha, es ist nicht einfach. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ne? Svanche, du nicht. Ich bin wieder mit mir und den anderen am Reden. noch habe ich es wohl zu wissen. Wenn ich jetzt zum Mönch gehe. Schade. Das ist echt gemein jetzt irgendwie. Aber, das zu den Hüftlingen kann man auch mal nachdem man eine Karte gespielt hat? Oder immer nur davor? Man kann es, also in seinem Zug. Die meisten Höflinge sind dann gut halt nach dem Zug, also am Ende des Zuges. Ja, außer der Mönch. Außer der Mönch, der macht halt nur Sinn am Anfang. Also ich werde den Mönch wieder besuchen gehen. Du bist aber sehr gläubig. Ja, ich komme dann immer so zu mir. Weißt du, manchmal muss man auch einen Schritt zurück machen und einfach überlegen, was passiert. Und ich habe das Gefühl, Michael, du bedrängst mich. Ich glaube, das ist sexuelle Belästigung. Was? Ja, das hat nicht geholfen. So richtig viel. Gott sei Dank. Ja. Dann schauen wir doch mal. Ja. Ist ein bisschen jetzt in der Klemme. Aber das machen wir so. Svanche. Ja, das ist eigentlich gut, das passt. Also, das mit dem festen Griff. Ich habe da so ein Déjà-vu an einem vorigen Leben. Und die Art und Weise, wie du mich anschaust, das ist quasi Konsens. Und ja, ich glaube, dass du das auch fühlst mit mir. Ja, ich fühle das nackt mit dir im Mondlicht. Genau. Ja, das stimmt, Michael. Ja. Ja. Komm zu mir. Also Romantik auf 3 und Gefahren zu Risikofreude auf 3. Ja, das ist gut. Ist jetzt alles auf 3. Wir sind uns alles nicht sicher. Irgendwie gehst du mir richtig auf die Nerven, aber wenn man so nackt mit dir schwimmen geht, da kann man auch nicht Nein sagen. Wenn du hast mich eingeladen. Ja, das stimmt. Das habe ich. Was ist das denn jetzt? Mm.
Ja, ich weiß nicht. Warum spielst du jetzt den Master? Du hast jetzt zwei Masken. Ja, auch das noch. Ja, ich fürchte. Ich gehe mal zum Mönch. Weil du hast es ja auch mal gemacht. Willst du auch wissen, was der Mönch zu erzählen hat? Ich will auch mal religiöse Einkehr üben. Ich habe immer Angst, dass es dann noch schlechter ist. Das ist immer ein bisschen beängstigend. Aber ja, das ist nicht so gut. Nee, es hat gar nicht geholfen. Es war einfach useless. Obwohl, nee, ich glaube, wir nehmen das da. Also, Michael, wenn wir hier gerade schon am festen Greifen sind, dann kann ich es dir auch gleich richtig offenbaren. Ich habe da so eine morbide Faszination. Die morbide Faszination. Das flüstere ich dir ins Ohr, während ich dich liebevoll würge. Ja, faszinierend ist denn Ja, deine. es ist unangenehm, ne? Ja. Also, die Besessenheit steigt auf jeden Fall kurz vor den Adalas. Auf Level 4. Und jetzt ist die Frage: Ist es die Hochzeit als nächstes oder die Trennung? Tja. Du hast genug Symbole für alles. Du kannst rückgängig machen, falls dir was nicht gefällt. Ja, ich war gerade beim Mönch. Ah, du kannst nichts machen. Nicht mehr Ja, dieses Mal. Ja. das ist alles ein bisschen doof. Aber vielleicht kriegen wir es noch hin. Ja. Ach, bei mir klingelt es gerade. Ich schieb die Trennung nach vorne und bin dann gleich wieder da. Okay. Ich glaube, es war für die Nachbarn. So. Jetzt bin ich mit meinem Move dran. Jetzt geht's ums Ganze vielleicht. Ja. Ist ja verzwickt. Das ist eine ganz komische Studentenliebesgeschichte. Ja. Let's make it so. Oder sollte ich... Das ist da, das ist da. Das ist egal. Vielleicht... Wenn ich Pech habe, habe ich dann nur die Auswahl zwischen dem und dem. Svante wird ja wohl das nicht machen. Ja, ich glaube, ich muss das kurz aussprechen mit den Leuten. Okay. Mal ganz kurz auf die andere Seite. Okay, also ihr seht ja das Dilemma. Ich will ja eigentlich entweder die Trennung. Oder hier die Besessenheit in die Mitte bringen. Und habe jetzt halt nichts Richtiges genommen. Svante wird die Trennungsseite von diesen beiden Karten wahrscheinlich nicht nehmen. Wann ist das Spiel vorbei und sie muss nicht weglaufen. Ich glaube schon, dass sie Dämonenjägerin ist. Das ist jetzt bei mir so ziemlich eingebrannt. Ich glaube, sie musste hier die Doppel... Doppelvampir hat sie, glaube ich, halt aus der Not herausgespielt. Sie war ja auch da wieder beim Mönch. Jetzt könnte ich hier natürlich meinen manipulativen Plan gehen
Und sie wird einfach mir letztendlich abkaufen, dass ich wieder Schwindler bin. Dann kommt Schwindler auf Level 4, was für mich egal ist. Ich hätte 3 Masken, das passt komplett zu dem Schwindeldasein, weil ich dann Gastwirt nutzen könnte. Und sie wird denken, dass ich das reinziehe. Sie wird nicht weglaufen, weil sie als Dämonenjäger nicht weglaufen möchte. Sie wird versuchen, auch als Dämonenjäger das zu machen. Ich könnte sie dazu zwingen, aber das wird nicht funktionieren. Ich könnte jetzt also nochmal zum Mönch gehen, meine Karten wegwerfen und hoffen, dass ich die Besessenheit bekomme. Wenn ich Pech habe, bekomme ich aber auch Doppel Armbrust. Und gebe ihr die Möglichkeit, nochmal Armbrust zu spielen, was ich nicht möchte. Das ist echt schwierig jetzt. Aber ich... Holy moly. Ich glaube... Wir müssen zum Mönch gehen und neu ziehen. Und das Risiko eingehen. Svantje, welcome back. Es kommt immer wieder überraschend, wenn du fertig bist. Ja, immer wieder überraschend kommt's. Wir werden zum Mönch gehen. Und neu ziehen, weil damit können wir nicht leben mit der Wahl, die wir hatten. Und wir müssen dir neue Perspektiven reinholen. Ja. Tja. Das ist jetzt nicht viel blühender, aber das gibt uns zumindest 3 Symbole. Flippe die Flip, das kommt weg. Und nach unseren ganzen Eskapaden besuche ich dich nachts heimlich, weil du immer mit offenem Fenster schläfst, stehe ich auf einmal da vor deinem Bett. Okay. Ja, jetzt muss ich mal nachdenken. Ach, Michael, du kannst mich doch auch einfach fragen. Du musst doch nicht einfach einbrechen. Jetzt ich bin nicht eingebrochen. Ich hab durch dein Fenster gerufen. Svantje, bist du wach? Aber ich habe dich gefragt und du hast nichts gesagt. Nein, Michael, bin ich nicht. Ich geh mal lieber nachgucken. Da kann ich nichts bei machen. Ne? Das ist einfach... ich kann einfach nichts gegen Michael machen. Das ist einfach ein sexy Typ. Auch wenn ich nicht will, ich muss einfach. Aber vielleicht, ja. Ja. Ich darf ja nur in meinem Zug Dinge pöppeln. Ja. Ich hätte was machen können, wäre ich nicht zum Mönch gegangen, aber ich bin da zum Mönch gegangen. Also kann ich auch nicht mehr zum Höfling. Mein Zug ist vorbei. Am Ende meines Zuges sind hier sogar 2 Münzen in der Mitte. Das heißt, das Spiel ist vorbei. Und Svantje, du kannst keine Power mehr nutzen. Das war's. Ich bin komplett gestresst jetzt. Das war eine ganz komische Beziehung, die wir da hatten. Beziehung, gell? Ja, ich war sehr besessen, aber ich wollte auch... Endlich passen die Symbole. Ich war sehr besessen von dir, aber ich wollte das auch echt nicht. Du wolltest es auch echt nicht. Ja, dann leg mal deine Karte hier hin. Ich will es jetzt wissen. Ich will die auflösen. Ja, okay. Ja. Auf 1 muss ich, ne? Auf 1, ja, wieder, genau. Also. 3, 2, 1, 0. Ha, das war gleichzeitig. Ach, ich die Dämonenjägerin. Ja. Ich habe mir das schon gedacht. Ich dachte mir so, wer kann so sexy und so abstoßend sein? Ich konnte nichts mehr machen. Das kann nur ein unmenschliches Wesen aus der Unterwelt sein. Ja, dann sterbe ich halt, war trotzdem, wenigstens war es geil. Ja. Nee, das war jetzt absolut Glück, dass ich Doppelbesessenheit jetzt am Ende gezogen habe. Dadurch gewinne ich ja nicht. Jetzt können wir uns mal kurz auf der Matrix gucken. Du hast glücklicherweise das mit dem Weglaufen.
mit der Trennung oben draufgelegt. Wir schauen mal ganz kurz. Also, du als Dämonjägerin, gegen den Vampir brauchst du die Armbrust. Ganz klar, du willst mich umbringen. Du musst mich töten. Da ist es eine Lebensmission. Ich als Vampir kann gegen den Dämonjäger nichts machen und muss weglaufen. Glücklicherweise ist es auch so, dass die Trennung hier oben liegt. Also, du hast selber die Trennung eingeleitet. Ja. Und hast gesagt, egal was, du möchtest dich von diesem Biest, möchtest du dich befreien. Das war, ja, unangenehm. Andersrum wäre das nicht passiert, also hättest du dich für die Romantik entschieden, dann hätten wir Gleichstand. Dann wäre es nicht klar gewesen, ob wir jetzt heiraten oder weglaufen. So war das jetzt einfach gut für mich. Ich habe meine Besessenheit und die Trennung, ich kann beides ausleben. Und die Armbrust ist zu weit weg, die hast du doch nicht mehr in deinem Ballkleid. Nee, dachtest, du hast sie eingepackt, die Armbrust, aber die ist ja auch so leicht. Die habe ich zu Hause vergessen schnell, dass man sie dabei hat oder nicht. Nee, ich habe immer noch gedacht, dass du Schwindler bist, aber das ist wahrscheinlich mittlerweile auch Gewohnheit, das ist Muscle Memory. Ja, ich habe es ja auch doll geblufft. Ich habe den Schwindeldasein ja auch, ich habe sie ja so präsentiert, dass du ja nicht anders kanntest. Ja. War aber ein bisschen doof, weil im Fall von dem Dämonjäger ist es das gleiche Ziel. Du willst auch den Schwindler, willst du mit deiner Armbrust töten. Das heißt, du hast gegen Schwindler und gegen Vampir das gleiche Ziel. Deswegen war es war ungeschickt, von Anfang an die Manipulation zu bluffen von mir, weil dein Ziel das gleiche ist. Und, naja. Es hat aber nicht funktioniert. Also es hat... symboltechnisch ist meine Mission nicht aufgegangen. Ich dachte, ich mörder dich da nachts am See und dann merkt das keiner. Hat nicht geklappt. Ja. Jetzt würde ich sagen, wir haben zwei Partien, schnelle Partien hintereinander gehabt. Wir haben jetzt auch ein bisschen die Zeit jetzt über eine Stunde gespielt. Wir halten fest, Svantje, ich gewinne als Vampir. Das ist die Evil-Seite. Das heißt, ich kriege einen schwarzen Token. Und so steht es 1-1. Svantje, du ein Good Win, ich ein Evil Win. Und an der Stelle machen wir vielleicht dann beim nächsten Mal weiter. Ist das jetzt so unser Ding? Das ist jetzt unser Ding. Genau, wir sammeln das jetzt und beobachten, wie das grandiose Finale dann kommt. Da laden wir dann extra mal ein, wenn es dann so weit ist. Ja, ich überlege mir all die Dinge, die ich im viktorianischen Zeitalter unternehmen wollen würde. Die können wir beide dann unternehmen. Die können wir beide unternehmen, ja. Ja, klar. Ja, ja und Leute, wenn ihr dabei sein wollt, wie Svantje und ich viktorianische Dinge machen, dann bleibt eingeschaltet. Wir werden sporadisch jede Woche einmal hier so ein Dark Romans Tagebuch machen. Das haben wir jetzt die letzten Wochen auch gemacht und ich glaube, das ziehen wir einfach die nächsten Wochen durch. Denn es wird spannend. Wir wollen ja irgendwann mit Dark Romans auf Kickstarter. Also, wenn ihr Lust habt, dann folgt uns doch auf der Kickstarter-Preview-Page. Das ist immer gut. Und ansonsten natürlich hört rein in den Funcast. Der Funcast ist die Quelle Nummer 1, falls ihr einen Blick hinter dem Vorhang von Brettspielverlegen schauen wollt und mal sehen wollt, wie so ein Spiel entwickelt wird. Und ja, ansonsten schaut auch bei Social Media vorbei. Facebook und Instagram vor allem. Instagram, da kriegt ihr immer die neuesten Grafiken zu sehen. Ja. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir die Schleife zu. Das hast du schön gemacht. Das war... ich habe das Schleifchen binden habe ich geübt. Ja. Ja, alles klar. Ich sage ciao, ciao und bis bald. Tschüss.